Hallo ihr Lieben, wir sind heute auf dem Herbststeinfestival, Carina und ich und der Joachim. Und wir wollen euch erzählen, was wir hier treiben. Wir sind bei einem kleinen Festival, tollen, mit Köck. Und Köck, was bedeutet das? Sag genau, das Festival ist Mind on Fire und wir sind hier gerade am Coffeeshop von dem Verein Köck. Und wir fragen jetzt mal den Dietmar, was der Verein Köck macht. Viel Spaß! Ja, lass jetzt Zeit! Das ist also der Dietmar. Herrlich. Wie kam es denn zu der Verbindung zwischen Welcome Inn und Köck? Also Köck ist halt ein Verein, der Kultur, Ökologie und Kommunikation fördert in Fulda. Und das erschien uns ein sehr schönes Projekt, dieses Welcome Inn Wohnzimmer. Und so haben wir uns entschieden, da eine Förderung dafür zu geben. Ja. Was habt ihr da genau gefördert? Wir haben einen Anteil der Miete übernommen. Was macht denn der Verein Köck sonst noch? Ja, wie man hier sieht, wir haben unseren Feldcafé hier aufgestellt, unseren Coffeeshop. Damit generieren wir Geld, um eben in Fulda schöne, interessante, kulturelle, ökologische und kommunikative Sachen zu fördern. Das Festival, auf dem wir sind, setzt Zeichen für einen respektvollen Austausch aller Kulturen, unabhängig von Herkunft oder Religion der Menschen. Mind on Fire bietet vielfältige Workshops und ein abwechslungsreiches Musikprogramm. Ja, die Förderung war ja auch ganz praktisch. Du hast ja die Eckbank im Wohnzimmer gemacht. Ja, stimmt, richtig. Die habe ich mal gebaut. Hat auch großen Spaß gemacht. Da muss ich aber sagen, es war eher eine private Initiative von mir, weil ich eben das ein tolles Projekt finde. Bin ich angesprochen worden, ob ich das bauen kann, und habe ich das zum Selbstkostenpreis gemacht. Hallo, meine Damen und Herren, frei und willig, der Fulda-Initiativenrieder für jeden, der sich engagieren will. Cooles Festival, herzliche Atmosphäre. Wir sehen uns wieder bei Mind on Fire.